Resident Evil Revelations. Previously on Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Slow down, Chris. We're almost there, Jessica. I certainly hope so. My feet are killing me. Our source indicates the camp is on the far side of this peak. Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. Who'd have thought we'd be stuck out here for so long? Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil Revelations Episode 2 sind wir jetzt. Und ja, offensichtlich lernen wir jetzt, erfahren wir jetzt, wie es dazu gekommen ist, dass Chris und Jessica auf diesem Schiff gelandet sind. Wo wir jetzt sind, habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Das stand bestimmt links oben an der Ecke da, oder? Ich habe es nicht gesehen, leider. Aber ich begrüße euch natürlich trotzdem zum dritten Part und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir herausfinden werden, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe die Befürchtung, dadurch, dass der Chris hier eine große, fette Waffe hat, dass vielleicht auch ein großer, fetter Gegner kommt, ne? Ach, so eine Schrotflinte, na gut. Nur in Anführungsstrichen, aber... Oh, the plane! My God, it crashed! What? There shouldn't be any shipping routes in this area. And the intel we got on Veltro was on the money. Come on. Okay. I understand. Hier können wir wieder... Der Chris und Jessica, und die Jessica, die haben auch das Ding dabei. Wer Jessica hier ist, weiß ich noch gar nicht. Eigentlich ist ja Jill Valentine seine Partnerin. Aber Chris ist ja zur BSAA gegangen, ne? Und ich weiß nicht, was Jill... Vielleicht ist Chill woanders hingegangen. Weil in Raccoon City waren sie ja nur Partner, ne? Also wie war das nochmal? Oh Gott, ich glaube mich jetzt übelst. In der Story wahrscheinlich. Jedenfalls sind die zwei doch normalerweise Partner, Chill und Chris, so wie wir in Resident Evil 5 spätestens herausgefunden haben. Oder herausfinden werden aus dem Blick, aus dem jetzigen Blickwinkel. No one could have lived through that. Ich fürchte schon, dass da irgendwas überlebt hat, ne? Aber weißt du, was die transportiert haben? Investigate the site. Let me know if you find anything. Mhm. Na klar doch. Na klar doch. Hä, war da was? Ah. Objekt. Pistolenmunition. Haben wir eine Pistole dabei? Ah ja, Tatsache. Ah, geiler Scheiß. Dann werde ich die Pistole natürlich erstmal nutzen. Vorrangig. Hä? Das gehört? Nee, oder? Die hat Schüsse angehört. Ah, das ist das Feuer, oder? Hinter mir. Strange. Da liegt aber was. Das ist bestimmt was, was uns hilft.
bei unserer Mission, oder? Ach, Munition, noch mehr. Ja, ne? Was hat denn dieses Flugzeug zum Abkürzen gebracht? Schrotgewehrmunition, das ist aber nett. Okay. Noch mehr Pistolenmunition. Aber das scheint es hier gewesen zu sein. Dann müssen wir wohl hier durch das vordere Ende des Flugzeugs durch. Dann wird es eher der Bauch des Flugzeugs, ne? Nein, nee, es ist schon vorne. War offensichtlich eine erfolgreiche Landung, würde ich mal so behaupten, ne? Naja. Ich könnte wahrscheinlich mit meiner Waffe nachhelfen. Da helfen wir nochmal nach, ne? Hier, Pistolenmunition. Oh, ein Kraut. Nice. Ah, der messert aber auch jetzt schon schneller hier, der gute Chris. Als wie wir es noch im fünften Teil gewohnt waren. We should check out the plane more thoroughly. See what we find. Ach so. Wir haben noch gar nicht alles untersucht, oder was? Okay, dann gehen wir wieder zurück. In die gute. Hä? Was war hier? Das war bloß die Munition, die wir nicht aufnehmen können, ne? Was haben wir denn hier noch nicht gefunden? Ach, wir müssen da rein. Oh, ich weiß nicht, ob ich das will! Lebt der noch? Was ist das? Flugplan. Okay. The manifest should give us a lead to work with. Let's see. They were headed for Valcoyenmaok Airport. If that's where they are, this mine should take us there. Mhm. Ist schon klar. Hier gibt es nichts mehr herauszufinden. Wir sollten weitergehen. Ja, herzlichen Dank. Guck mal, da haben wir noch was. Was? Handabdruck? Ah, wir haben einen neuen Handabdruck gefunden. Irgendwie Achievement. Kurze. So, na gut, dann können wir hier weiter. Die Kiste geht ja nicht zum Aufmachen, oder? Irgendwas zum Scannen hier noch? Ah, ich glaube nicht, ne? Dann machen wir jetzt mal das Türchen auf, damit unsere Jessica durchpushen kann. Hold on. Ach nee, die müssen uns helfen. Hold on! Hauptsache rosa Höschen an, ne? Ist schon klar. Wobei, das sind nicht mal ein Höschen, ne? Das Höschen, was er anhat, ist ja noch kürzer. Das sind bloß Strumpfhosen. Aber da wird's mich ja auch frieren, ey. This cave is too cold. Gerade hab ich's gesagt, meine ich. Ja, warme Unterwäsche, genau, die hilft dir aber auch nicht. Die muss die warme Unterwäsche die ganze Zeit an den Knien tragen, ey. Ah, das sieht cool aus hier, die Stelle, finde ich. Gibt zwar grafisch bessere, keine Frage, trotzdem irgendwie stilmäßig gefällt's mir. Hey, did you hear that? Nö. Nö, das hab ich nicht gehört. Weiß gar nicht, was du willst. Da war doch gar nichts. Das war eine Vorstellung, glaube ich. Oh Gott. Wölfe. Wölfe. Muss ich mich gegen Wölfe kämpfen? Ist das euer Ernst? Nee, oder? Oh doch. Oh, leck mich. Leck mich! Ach Scheiße, ah, wir hätten sie vorher scannen sollen. Ach Kacke. Looks that way, doesn't it? Mhm. Veltro is back from the dead. Yeah. And we have to stop them before anyone gets hurt. Mhm. Naja, ist ja ganz normal. Irgendwo ist ja auf jeden Fall noch was, den muss ich dringend scannen. Ich weiß nicht, ich will halt, ne? Geht das links rum, weil es rechts in so einen Tunnel reingeht. Ich weiß mal, was hier ist. Aber hier ist gar nichts.
Noch rechts oder links? Nehmen wir für links erstmal. Das ist natürlich, jetzt wird man natürlich verleitet dazu, dauernd so auf den Sensor-Ding da zurückzugreifen, ne? Ja, wie soll ich sonst machen, ey? Aua! Das ist ein fetter Mann! Wow! Oh, Scheiße. Das ist ein bisschen komisch. Kommt gar nicht her, oder? Guck mal. Hat er einen Arm? Aua! Oh. Ach, das ist doch scheiße. Oh, komm her, du Bastard. Kacke. Ich glaube, ich bin so verschwendet, ey. Die Frage ist, wo geht's denn weiter? Oh, ich guck noch mal ganz kurz auf die andere Seite. Ich habe natürlich hier das Kraut verschwendet, ne? Aber ich will die scannen. Warum Unterwäsche anziehen, sagt der Chris. Na, hier wäre man, hätte man runterspringen müssen. Aber hier wäre man vielleicht sicher gewesen, ne? Na wohl, die wären da bestimmt hochgesprungen und hätten dann so wild oder so ein Quatsch. Nee. Scannen. Also hier ist wohl nichts. Ah! Ah! Boah. Nice, was haben wir jetzt bekommen? Was haben wir denn jetzt bekommen, genau? Guck mal, das Vieh ist dumm, das kommt alle runter. Das ist natürlich nett. Die Wölfe, die sehen ja optisch nochmal ganz anders aus als die, die wir kennengelernt haben im 5. Teil. Achso, jetzt können wir die Pistolen jetzt nochmal mitnehmen. Machen wir das natürlich. Mit Munition brauchen wir hier im Moment noch nicht geizen. Aber das war, wie gesagt, im Spiel, auf dem Schwierigkeitsgrad höllisch echt was ganz anderes. Eher das Gegenteil. Da konnte man gar nicht genug haben. BOW-Falle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einsatz höchst effektiv. Okay, ich werde sie bestimmt falsch benutzen. Ich weiß auch gar nicht mehr, auf welche Taste das war. Ich glaube F. Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Ich habe es ja neu eingestellt. Weil die Standardbelegung so ein bisschen nicht so toll ist, ne? Möchte ich mal behaupten. Da war doch, warte mal kurz. Da war doch was zum Scannen, oder? Kann das sein? Ja, genau. Ist hier ein grünes Kraut, das ist ja schön. Sollen wir auch noch was zum Scannen? Nö. Unten vielleicht? Nö. Gut, dann können wir weiter. Wenn ich hier runterspringe, ist Hölle. Deswegen nehmen wir schon mal hier die Schrotflinte raus. 6 Schuss, naja. Auf! Ist ja cool, dass die jetzt sogar auch mal die angreifen! Hoffentlich kann die nicht sterben, sonst sehe ich alt aus.
Ansonsten sehe ich alt aus, wenn ich ja wieder auf Protection machen muss, ne? Aber da haben wir ja Erfahrung mit Beschützen, von daher sollte das vielleicht unser gleiches Problem sein, ne? Okay. Ah, da ist was. Pistol 15 Pistolenmunition liegt da. Ey. Eine BOW-Falle noch eine. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Noch mal ein paar Schrotgewehr mumpeln. Darf man natürlich mal nach, ne? Hier sind sie rausgekommen, glaube ich, ne? So, Pistolenmunition können wir ja nicht mitnehmen. So, Jill, was it? Was what? Stay focused. She was your partner before, right? Yeah, my partner from before. What about it? I was, you know, just asking. Hmm. Okay. Also wenn das tatsächlich vor dem fünften Teil gespielt, dann bin ich gespannt, wie das jetzt storymäßig aufgelöst wird. Oder wie das endet. Weil, wie wir wissen, ne? Resident Evil 5, wer das kennt und so, naja. Der weiß jetzt auch, was ich meine damit. Ansonsten, wer es nicht weiß, da, der muss sich halt Resident Evil 5 anschauen oder selbst spielen. Kann man sich ja bei mir anschauen, wenn man das möchte. So. Noch eine BOW-Falle. Aber nice. Aber ich kann irgendwie nicht mehr hier tragen. So grau, das ist natürlich angenehm. Immerhin haben wir schon noch, direkt nochmal einen Handabdruck gefunden. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Ich befürchte, dass ich hier demnächst Shit. Runterfallen werde. Hä? Are you okay? Laber nicht. Just my leg. I'm not going anywhere for a while. Hä? Aua! Was jetzt? Das lad halt nach, ey. Aua! Sei doch ruhig, ey. Aua, verdammte Axt, ey. Ja, ja, sweet ass, halt die Fresse, ey. Wo denn? Es gibt keine guten Noten in der Präzision, das sage ich jetzt schon. Aua, verdammt! Ja, ja, ist schon klar, Mann. Wie kommt denn da noch? Oh, das ist er unten. Guck mal einer an. Jetzt ist schon. Can you stand? Oh. Thanks. I'll be okay. I'll be okay. Bring this up again, but. Bring what up? Do you trust me as much as Jill? There's no need to compare. I trust you both. Besides, trust is built through actions, not words.
That's so like you, Chris. It's always about the job, isn't it? Naja, wenn ich rein nach der Optik gehen müsste, ne? Na, lass mal das lieber. Lass mal das lieber. Bevor ich das überlebt habe, ey. Ich glaube, Kräuter sind jetzt auch wieder alle, ne? Oh, 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 oh. So, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Ach, das ist eine Leiter. Wer hat die denn da hingebaut? Okay. Leiter-Time. Hier noch irgendwas? Gucken wir nochmal doppelt. Na gut, wenn ich nach der Optik gehen müsste, dann müsste ich... muss es echt lassen, aber... kann nicht anders, ne? Kann nicht anders! So, okay. Wie viel Munition haben wir denn jetzt noch für die Schrotflinte? Ach scheiße, jetzt ein paar BOW-Fallen auslegen sollen, ne? Dafür haben wir es ja wahrscheinlich bekommen. Scheiße. War vielleicht nicht so clever, nur mit der Pistole zu schießen. Naja. Gehen wir mal durch das nächste Türchen. Look, is that the airstrip? That's their hideout. Okay. This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? Mm. The interference here killed our signals. We're at Valcoyne Mach Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. Scheiße. I haven't heard from them since. Hal, what's going on? Chris, you better look at this. Schon wieder dieses Symbol. Ah, das sind die Veltro oder Veltro, wie heißt, oder? We found the Veltro crest. Hmm. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then... then the setup that got Jill and Parker. It was all... yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. Okay. Oh, fucking K. Ja, Präzision A habe ich mir natürlich schon fast gedacht. Bei den Wölfen habe ich es verkackt. Mit der Pistole, das ist nicht so geil. Und es tut mir furchtbar leid, aber ich hab das ja angekündigt. Die Parts werden zwischen 20 und 40 Minuten lang. Und dadurch, dass dieser Abschnitt jetzt hier leider nur 20 Minuten lang ging, ist hier jetzt auch schon Schluss. Das müsste mir leider nachsehen, aber noch ein Abschnitt hinten dranhängen ist dann wieder zu lange. Deswegen werden wir hier mal speichern für Part 3. Beziehungsweise für vorbereitend für Part 4. Und dann hoffe ich mal, also es war ja recht aufschlussreich, ne? Offensichtlich ist es doch nicht die Vorgeschichte. Ich habe da echt nicht aufgepasst. Am Anfang stand es bestimmt links oben da, wo wir sind und warum und welche Uhrzeit und Datum und sowas. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, ganz genau, aber es stand bestimmt da. Irgendwas stand ja da, aber ich habe nicht drauf gemerkt, weil ich so auf die Figuren geschaut habe. In eurem Fall, ihr könnt ja nachschauen, ihr wisst mehr. Aber wir wissen jetzt sowieso mehr, weil ja, offensichtlich ist Chris ganz woanders, also nicht auf dem Schiff. Das ist natürlich schon irgendwie eine Überraschung. Und ich bin gespannt. Jetzt wird es wahrscheinlich im nächsten Part dann darauf hinauslaufen, dass wir wieder auf dem Schiff sind. Und ja, das ja eine Falle war. Und wir wurden ja, habt ihr ja gesehen, wir wurden ja eingeschläfert zusammen mit Parker. Und ja,
was wird passieren, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe genauso viel Ahnung wie ihr, wenn ihr das hier zum ersten Mal seht. Und ja, dann freue ich mich mit euch zusammen auf den nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich für euch, bei euch fürs Zuschauen und lasst mir doch mal einen Kommentar, wenn ihr darauf Lust habt. Und dann, ja, bis zum nächsten Part. Ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bye, bye und tschüss.